Nach dem Besuch am Meer hat Markus eine kleine Überraschung für Jorgo eingefädelt. Seinen blinden Kumpan lässt er in dem Irrglauben, ein schickes Restaurant zu besuchen, weil der Dicke einfach immer Hunger hat. Doch in Wahrheit ist alles ganz anders. Pass auf, hier kommt eine kleine Stufe. So, noch eine Stufe. Und jetzt muss ich da was sagen. Hör mal genau hin. Du hörst nichts, oder? You know where you are? Nee, nicht wirklich, aber nicht in einem Restaurant. Vor dir steht Guido de Angelis. This is not a restaurant. No, this is not a restaurant. Oliver Onions entstand eigentlich aus einem Zufall. Wir wurden gebeten, für den Film Vier Fäuste für ein Halleluja den Soundtrack zu schreiben. Mit diesem Film begann unsere Zusammenarbeit mit Bud Spencer und Terence Hill. What kind of music you play? Jung music. No. No. Really, that's right. Jung music. The music from the Bud Spencer films. That you have written. Alles, was wir produzierten, jede Note, jeder Song, machten wir mit Herzblut. Do you know Flying Through the Air? Yeah. Flying Through the Air. Der Soundtrack und der Film waren ein Riesenerfolg. Titel wie Flying Through the Air oder Dune Buggy kennt man auch, würde ich sagen, wenn man die Filme noch nicht mehr kennt, weil diese Songs einfach Eingang in die Popkultur gefunden haben, auch jenseits der Filme. Diesen magischen Sound vergisst man nicht. Die Musik und die Filme haben sich perfekt ergänzt. Sie brachten einfach Freude. Wir haben einen witzigen Song für einen Feuerwehrchor geschrieben. Eins, zwei, drei, vier! Nein, so nicht. Ich sagte so nicht. Muss ja nicht sein.